Wir sind zurück in der zweiten Woche der Maskottchen-Olympiade. Nur noch wenige Disziplinen und wir haben den Gesamtsieger 2012. Heute ist Geschicklichkeit gefragt, denn die Maskottchen bekommen einen Tennisball nach dem anderen und müssen so viele wie möglich festhalten. Wir sehen die Biene von der HSG Sulzbach-Leidersbach und sie ist schon ganz gut dabei. Doch dann rutscht der Ball runter. 15 Bälle hat sie festgehalten. Jetzt geht es weiter mit Frankie, dem Erdmännchen des FSV Frankfurts. Die Bälle dürfen festgehalten oder auch unter den Arm oder zwischen den Beinen eingeklemmt werden. Allerdings nicht unter das Trikot oder in das Trikot gesteckt werden. Das würde eine Disqualifikation nach sich ziehen. Und Frankie hat hier stolze 24 Bälle festgehalten. Weiter geht es mit dem anderen Frankie, dem Dinosaurier der Frankfurt Universe. Er steckt einen Ball nach dem anderen in den Helm, doch das ist natürlich nicht erlaubt. Er hat fast 40 Bälle im Helm, doch die Schiedsrichter haben bereits gesagt, dass er das Ganze gleich noch einmal machen muss. Doch damit ist er nicht einverstanden und somit bleibt Frankie in diesem Wettbewerb disqualifiziert. Weiter geht es mit der Steinzeitfrau, der TG Rüsselsheim. Wilma ist jetzt dabei, so viele Tennisbälle wie möglich festzuhalten. Im Moment in Führung Frankie vom FSV Frankfurt mit 24 Bällen. Und da sieht der Arm schon relativ voll aus. Und da fällt der Ball. Wilma konnte 14 Tennisbälle festhalten. Der Löwe von Frankfurt Universe, Tillmann, ist jetzt dabei. Und er steckt die ersten Bälle erst einmal direkt in den Mund. Und den Rest versucht er im Arm festzuhalten. Doch auch hier sieht es so aus, als wäre nicht mehr viel möglich. Dann lehnt er sich etwas zu weit nach vorne und der Ball kommt ins Rollen. 14 Bälle für Tillmann. Und Karlchen, der Gesamtführende, das Maskottchen der HSG Wetzlar, ist schon dabei und hat schon etliche Bälle in seinem Arm. Schon jetzt hat er die Bestmarke von 24 locker überschritten und er hört gar nicht mehr auf. Auch er versteckt jetzt einige Bälle im Mund. Doch dann kommt auch bei ihm der erste Ball ins Rollen. Er versucht ihn noch aufzuhalten. Doch vergeblich. Unglaubliche 45 Bälle hat Karlchen festgehalten. Noch zwei Teilnehmer haben wir in dieser Disziplin. Der nächste ist Sigi und auch er hat schon den ganzen Arm voll. Er ist zumindest auf dem Weg, die Marke von Karlchen angreifen zu können. Auch wenn natürlich jeder Ball der letzte sein könnte. Und da fällt er. Dieselbe Anzahl von Bällen wie Karlchen. Auch Sigi hat es geschafft, 45 Bälle festzuhalten. Wird es in dieser Disziplin zwei Sportler auf Platz 1 geben? Oder kann Vivi, der Biber, der Hanau White Wings, den beiden den Platz an der Sonne noch streitig machen? Das wird ganz knapp. Und da fällt der Ball. Einen weniger wie Karlchen und Sigi. Die Cheergirls der Universe. Und dann die Siegerehrung. Karlchen und Sigi beide auf dem Podest. Die Ergebnisse in dieser Disziplin sehr, sehr unterschiedlich. Doch die beiden Führenden in der Gesamtwertung auch in dieser Disziplin gemeinsam auf Platz 1. Morgen geht es weiter. Bis dahin wünsche ich einen olympischen Abend. Bis morgen, dann sind wir beim Speerwerfen.